Hier sehen Sie den gesamten Aufbau des Bachelorstudiengangs der Psychologie. Okay, versteht ja erstmal kein Mensch, deshalb muss ich es Ihnen erklären. Was wir machen, wir gucken zeilenweise. Wir fangen hier oben an und sehen, oh, erstes Semester. Okay, wir fangen immer im Wintersemester an. Das wäre, wenn Sie sich jetzt bewerben und Sie genommen würden, ja, wäre das ab Mitte September, weiß jetzt nicht genau, 15., 20. September, wann jeweils der Montag ist, geht das Semester los. Und das sind die Kurse, die Sie haben. Und Sie sehen ganz hier hinten, wenn Sie alle Kurse schaffen, haben Sie 28 ECTS im Sack nach dem ersten Semester. Und dann gehen Sie hier zeilenweise runter bis zum sechsten Semester und haben am sechsten Semester, am Ende des sechsten Semesters im Optimalfall die 180 ECTS-Punkte, die Sie benötigen. Wie Sie hier vielleicht sehen oder auf Ihrem Blatt, falls Sie es vor sich liegen haben, vieles davon ist offenkundig mit einem deutschen Titel versehen. Deshalb brauche ich da das Fähnchen nicht dran zu hängen. Interessanter ist, weil ich auch gesagt habe, dass es die Mehrzahl der Veranstaltung ist, interessanter sind diese Fähnchen. Hier sehen Sie, diese Kurse werden in französischer Sprache, derzeit in französischer Sprache angeboten. Ja? Sie sehen hier beispielsweise Statistik descriptive, Statistik inférentielle, also die beiden verpflichtenden Statistikveranstaltungen, wo es um die Mathe geht. Ja? Die werden von einem belgischen Kollegen, Reginald Bourton, auf Französisch unterrichtet. Ja? Viele dieser Methodenkurse sind auf Französisch. Jetzt machen wir noch ein paar Fähnchen mehr rein, die flattern. Hier sehen Sie zurzeit vier Kurse, die wir haben, die auf Englisch unterrichtet werden. Darüber hinaus lassen wir jetzt noch ein paar mehr Fähnchen flattern. Hier sind auch ein paar Deutsche wieder dabei. Hier sehen Sie, dass einige dieser Kurse mehrsprachig sind. Wie kann das sein? Wechselt da der Dozent pro Satz die Sprache? Nein. In wissenschaftlichen Arbeiten ist es beispielsweise so, das ist eine aufgeteilte Veranstaltung. Also das eine Semester findet in zwei Teilen statt. Es ist ein deutscher Kollege, der seinen Teil macht und eine französische Kollegin, die ihren Teil zum selben Thema auf Französisch macht. Nicht dasselbe wiederholt. Ja, sondern den zweiten Teil quasi auf Französisch macht. Experimentalpraktikum, hier ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, 6 ECTS-Punkte bekommen Sie für die Veranstaltung. Und hier ist es ja so, habe ich gesagt, Sie arbeiten in kleinen Gruppen, bis zu 5 Personen zusammen. Da kann es, und Sie haben dann jeweils eine Betreuerin oder einen Betreuer, und da kann es eben sein, dass es eine französische Kollegin ist, die wird ihren Kurs auf Französisch machen. Es kann ein deutscher Kollege sein, der macht es auf Deutsch. Oder es kann beispielsweise, wir haben auch portugiesische Dozentinnen und Dozenten, die stellen es dann frei und sagen, okay, ihr könnt es nicht auf Portugiesisch, ihr könnt es auf Französisch machen oder auf Englisch. Wo die Gruppe sagt, okay, wir möchten es lieber auf Englisch machen. Ja? Deshalb 3 verschiedene Fähnchen, genauso Nachbereitung des Praktikums. Es kann ja sein, dass Sie Ihr Praktikum in Frankreich gemacht haben. Sie haben Ihr Praktikum bei einer Beratungsstelle irgendwo in Berlin in Deutschland gemacht und werden deshalb dann nachher in der Nachbereitung Deutsch darüber referieren. Oder Sie waren in Birmingham beispielsweise bei irgendeiner Firma im A&O-Bereich und würden dann gerne dann Englisch referieren. Kein Problem. Ja? Kein Problem. Und genauso, das ist die letzte Ausnahme, Ihr Mémoire Scientifique, Ihre Bachelorarbeit. Das ist quasi so, da kriegen Sie 14 ECTS, das wird Sie ein Semester lang komplett beschäftigen. Ja? Da arbeiten Sie daran. Und je nachdem, auf welchen Dozenten oder welche Dozentin Sie haben, kann es in Deutsch, Französisch oder Englisch verfasst werden. Beispielsweise, wenn Sie sagen, mein Plan ist sowieso, den Master, nachdem ich in Luxemburg so einen tollen Bachelor gemacht habe, den Master in England zu machen, ist es eigentlich ganz cool, wenn ich schon meine Bachelorarbeit schriftlich auf Englisch mache. Voilà. Können Sie gerne machen. Das akzeptieren, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen. Okay, soweit zum allgemeinen Aufbau. Jetzt sehen Sie hier nicht aus reiner Willkür, sondern systematisch verschiedene Farben. Ja? So, hier sowas grünlich-gelbes, dann hier sowas matt-türkises, so leicht rosa, lachsfarbenes und hier haben sie so einen blöden Ton. Ja? Und das bedeutet, diese Farben sollen anzeigen, dass es sich um thematische, zusammenhängende Veranstaltungen handelt, die sogenannte Blöcke darstellen oder Module darstellen.
Und die Module gucken wir uns jetzt mal genauer an. Das erste ist das Grundlagenwissen. Ich gehe gleich genauer darauf ein. Das zweite sind die methodischen Kompetenzen. Der dritte große Schwerpunktbereich sind die Kompetenzen im Bereich der Intervention. Und das letzte ist die Erstellung eines persönlichen Studienprofils, ja, da wo Sie mehrheitlich im Vordergrund stehen. So, jetzt gucken wir uns, diese verschiedenen Schwerpunktbereiche an, damit Sie eine Idee kriegen, was so die Inhalte sind dessen, was ich Ihnen jetzt so um die Ohren gehauen habe. Grundlagen, und wie Sie das kleine Männchen da oben sehen, schleppt dieses kleine Männchen eine ganze Menge. Und der Schwerpunktbereich ist heftig. Warum ist der heftig? Weil es die Basis darstellt für die Psychologie allgemein. Das heißt sogar allgemeine Psychologie. Ja? Und in der allgemeinen Psychologie geht es um die Prozesse an sich. Beispielsweise, wieso nehmen wir diese scheinbar willkürliche Ansammlung von Lichtpunkten als sich bewegenden Menschen dar? Das ist eine klassische Frage der Wahrnehmungspsychologie. Das ist ein Teil der allgemeinen Psychologie. Der nächste Punkt ist Persönlichkeit. Hier geht es um die Person. Ja? Was sind Persönlichkeitseigenschaften? Wie unterscheiden sich Personen beispielsweise? Der dritte Punkt ist Entwicklungspsychologie. Ja? Natürlich weiß ja jeder, dass sich ein kleines Baby von einem Erwachsenen unterscheidet. Und wir wissen auch, welche biologischen Prozesse stattfinden. Aber was verändert sich psychisch? Was verändert sich vom Verhalten? Ja? Also das sind genuine Fragestellungen, mit denen sich die Entwicklungspsychologie beschäftigt. Auch mit Fragestellungen beispielsweise, wenn Entwicklung in Anführungsstrichen schief läuft. Ja? Was unterscheidet autistische Kinder von nicht autistischen Kindern beispielsweise? Aber hier sehen Sie auch die Verzahnung der Bereiche. Und das ist ja letztendlich auch schon wieder beinahe eine klinische Frage. Sozialpsychologie. Der Mensch denkt über nichts anderes so häufig nach wie über andere Menschen. Also andere beeinflussen uns. Ja? Das ist die klassische Frage der Sozialpsychologie, der Mensch und die anderen. Inwiefern beeinflussen wir andere und andere uns? Und die Psychobiologie. Das ist ein großer Schwerpunkt, eines der Highlights an der Universität Luxemburg im Bachelorstudiengang der Psychologie. Die Psychobiologie ist extrem stark vertreten hier. Es geht um die biologische Basis des Psychischen. Ja. Warum kommen wir zu einem bestimmten Verhalten aus Sicht dessen, was tatsächlich in uns passiert? Lange Zeit das ist jetzt ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Psychologie, wurde gesagt, wir haben hier den Reiz, ja, ich sehe da die Flasche Wasser und ich merke, ich habe jetzt schon hier 35 Minuten gequatscht und ich habe so Durst. Ja, ich muss da hingehen. Ja, ich sehe das Wasser, ich kriege Durst. Ja, was jetzt hier passiert, ist uns egal. Das wollen wir aber ergründen. Was genau passiert da? Was genau passiert? Was genau passiert beim Lernen? Ja? Da wollen wir reinschauen. Da wollen wir schauen auch, was sind die psychobiologischen Prozesse, die da stattfinden. Der zweite Punkt war dieser methodische Schwerpunktbereich. Hier geht es um Forschungsmethoden. Wir wollen empirisch Daten gewinnen. Wir wollen Leute beobachten, wir wollen analysieren, was diese Daten letztendlich bedeuten. Gibt es ein bestimmtes Muster, ja, die auf etwas hindeuten? Zwei Gruppen, sie machen Untersuchungen an zwei Gruppen. Männer machen eine Aufgabe, Frauen machen eine Aufgabe. Im Mittel ist die eine Gruppe, kommt die eine Gruppe zu der Leistung, die andere Gruppe zu der Leistung. Unterscheiden die sich voneinander? Ja? Statistik, sie brauchen also statistische Kenntnisse. Statistisch, mathematisch, analytische Kenntnisse. Experimentalmethodik, wie funktioniert so ein Experiment eigentlich? Klar, jeder von uns könnte zu einer Fragestellung sagen, oh ja, da vergleichen wir jetzt Männer und Frauen. Ja, wie vergleichen? Wie soll es aussehen? Wie verhindern wir, dass Faktoren das Verhalten beeinflussen, was wir gar nicht messen wollen? Ja? Aufregung beispielsweise. Vielleicht müssen wir ja verhindern, dass die Männer ihre Aufgabe beispielsweise blöderweise in einem Raum ausfüllen oder bearbeiten müssen, wo nebenan der Presslufthammer rattert. Ja? Beide müssen die gleichen Bedingungen haben. Ah, darauf müssen wir achten. Das ist Experimentalmethodik. Ja? Ihre Bachelorarbeit, empirisches Arbeiten von A bis Z. Selber die Fragestellung generieren, selber
die Untersuchung planen, die Untersuchung durchführen, auswerten und schriftlich dokumentieren. Psychophysiologie, Zusammenhang körperliche und psychische Vorgänge. Ja, so das sind die methodischen Fächer im Rahmen der, dieses Methodenmoduls. Ja. Psychophysiologie ist ein Wahlpflichtmodul. Das heißt, wenn Sie, wenn das Ihr Ding ist, würden Sie beispielsweise ab einem bestimmten Semester sagen, das möchte ich belegen. Da möchte ich in die sogenannte Dominante gehen. Ja? Da möchte ich nicht nur die eine Veranstaltung hören, sondern möchte ich mehr erfahren. Es kann aber auch sein, dass Sie sagen, hey, das ist jetzt irgendwie super spannend, aber nicht unbedingt meine Tasse Tee. Kein Problem. Dafür haben wir beispielsweise hier die Beratung. Sie sagen, ich möchte jetzt weniger toll mit eurem psychophysiologischen Ding, aber ich möchte doch eher so mit mehr die Einführung haben, wie führe ich denn Beratungsgespräch eigentlich durch? Ja? Kein Problem. Wahlpflichtmodul gibt es Beratung. Dann würden Sie in die Dominant Counseling gehen, wo es darum geht, Theorieerkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Aber bitte beachten Sie, es geht hier um Einführung. Ja? Also der Bachelor ist immer nur das Fundament. Nach 3 Jahren können Sie. Sie sind nicht und Sie können keine Psychologin, kein Psychologe sein. Es ist ein langer Weg. Ja? Aber ohne den Bachelor geht es nicht. Und der letzte Schwerpunkt ist das persönliche Studienprofil. Da geht es darum, Ihnen Orientierung im Studium zu geben. Also Sie lernen die Geschichte der Psychologie beispielsweise kennen, die berufliche Orientierung. Sie erhalten Einblicke in eine vielfältige Zukunft. Und hier sehen Sie beispielsweise, das sind so Wahlfächer im 2. oder 6. Semester. Daraus können Sie auswählen. Wollen Sie beispielsweise, interessiert Sie die klinische Psychologie, die pädagogische, die Arbeitsorganisationspsychologie, die Forensik oder die Verkehrspsychologie? Das sind die Kurse, die wir anbieten, aus denen Sie wählen. Nicht eins, sondern mehrere daraus. Können und müssen Sie wählen.